Dunkle Grüße, liebe Leute, zum Kingdom Hearts Sonntag. Ja, immer wieder mal was Neues. Ihr wisst ja, wie es so ist, ne? Aber nun ist es soweit. Dunkle Grüße an Kurin. Hey, wie geht's euch so? Auf den Sonntag, kurz vor, Woche geht wieder los. Und Scheiß. Ich hoffe gut. Kurz bevor ich zum Kingdom Hearts Sonntag komme, noch was zum quasi Xenoblade Sonntag. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen, ich habe heute meinen Re-Upload für Xenoblade Chronicles Definitive Edition The Movie getätigt, denn ich habe beim Anfertigen der Kapitelzahlen in YouTube, was schon ein bisschen dauerte und so weiter, gemerkt, dass irgendwie ein paar Szenen komischerweise in der falschen Reihenfolge waren. Daher muss ich das Ganze nochmal neu sortieren und nochmal neu rendern und nochmal neu hochladen. Heute ist es dann soweit gewesen, ich glaube kurz vor 13 Uhr war es dann raus gewesen, das Video. Bisschen ärgerlich, aber hilft ja nichts. Hab das Ursprungsvideo gelöscht und das jetzt Original eingefügt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also wenn ihr euch das angeguckt habt oder wie Kuri vielleicht schon runtergeladen habt, dann macht's nochmal, denn jetzt stimmt die Reihenfolge, so ich das sagen kann, auch wie sie sein soll und passt alles besser und so weiter. Gut, aber was soll's. Heute nicht so heiß, deshalb geht's mir wieder besser als in den letzten Tagen. So muss das sein. Ich habe ein bisschen genutzt die letzte Zeit. Ich habe zwar sehr viel No Man's Sky, gespielt, offscreen, wie auch natürlich im Stream vor 2 Tagen. Was war es? 5 Stunden Stream oder sowas? War ganz schön lang auf jeden Fall. Oder waren es 3 Stunden? Irgendwas war es ganz schön lang. Ich glaube, es waren 6, 5. Ja, 5, glaube ich. Habe auch offscreen sehr viel weitergespielt mit No Man's Sky. Habe aber trotzdem die Zeit genommen, hier im Spiel Kingdom Hearts zumindest ein bisschen zu spielen. Ich habe jetzt 3 Level, glaube ich, geschafft. Also ich habe ein bisschen gegrindet, mehr gibt es hier auch aktuell nichts zu tun, ohne dass ich jetzt in der Story weitermache, glaube ich. Und ich habe gerade im letzten Level-Up auch noch irgendwas bekommen, wobei bei Abilities, genau. Nämlich ein neues Ability-Dingens. Und das ist dieses hier, Ratzefatze. Schlag Gegner vor dir in schneller Abfolge, versuch das gelegentlich kritisch, nehmen wir rein. Läuft. Hat auch festgestellt, dass hier von meinen Gefährten nicht alles, was sie haben, ausgerüstet war. Zum Beispiel Jackpot hatte ich nicht drin gehabt, obwohl ich es hatte. Hier, Gegner hinterlassen mehr Taler, LP und, LP und MP-Kugel. Das ist auch ganz praktisch, denke ich, wenn Kufi das hat, ne? Jetzt habe ich was Neues bekommen, sehe ich gerade. Ob ich das brauche? Klingt für mich jetzt mal besser als das andere, tatsächlich. Betäubung finde ich besser als generell Schaden. Hau rein. Okay. Ich habe auch mal den Weg auf mich genommen und bin nochmal zu Traverse Town zurück und habe mir dann hier den Obsidian-Ring gegönnt. Hab da meine Defensive komplett rausgenommen, rüstungstechnisch bei Sora und 2 offensive Sachen reingenommen. Dafür dann auch hier die Protas-Kette weitergereicht an Donald und ne, blablub. Jetzt ist aber die große Frage, was mache ich im Spiel? Ich weiß es gar nicht genau, denn ich muss jetzt eigentlich Alice suchen. So war ja der Stand, deswegen bin ich ja lang gelaufen und so weiter und so fort. Aber da, wo ich rauskam, war Alice ja gar nicht. Also muss ich gucken, ob ich es halt irgendwo noch finde, wo ich noch nicht gewesen bin. Ich schätze am ehesten, dass es hier drin ist. Und ich glaube, vielleicht oben waren ja noch 1, 2 Sachen nicht, wo ich hätte hingehen können, oder? Ich glaube, da oben käme ich jetzt vielleicht hin. Ah, das war nicht gut. Muss ich gucken, ob wie und was und wo ich jetzt wohin komme. Aber mal ganz kurz. Komme ich da rüber? Ich glaube ja, wenn ich richtig springe. Könnte ein Millimeter genaues Timing erfordern. Schauen wir mal. Ach, komm schon. Habe ich schon mal erwähnt, dass Jump'n'Runs nicht meins sind? Ach, wie hast du viel gesprungen? Ich hätte doch einen halben Meter gehen können. Oh, raufziehen kann er sich auch nicht. Mensch, Sora. Riesige Füße, aber keine großen Hände, wa? Wow. Ja, geschafft. Gott. Sag ja, knappe Kiste. Darauf wäre offline kommen können. Analyse-Gummi, okay, cool. Ja, apropos Analyse, ich habe jetzt eine Ability, die heißt Analyse, also Final Fantasy typisch. Wenn ich jetzt Gegner anvisiere, sehe ich oben links deren Lebensanzeige. Und ich meinte doch, mir war so, als wenn in Kingdom Hearts sowas möglich wäre, sich die Leben der Gegner anzeigen zu lassen. Das ist es im Prinzip. Auch wenn ich geiler finden würde, wenn die HP-Balken direkt über den Gegnern dann aufploppen würden, was nicht der Fall ist. Aber hey, komme ich da rauf? Nee, ich glaube eher nicht so. Das Spiel ist auch Spiel, wo man springen muss. Ja, habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt, bei dem Spiel.
was Jump'n'Runniges hier. Schlimm. Ich dachte, das wäre prinzipiell und hauptsächlich ein RPG. Da drüben war ich schon drin. Ich muss irgendwie darüber kommen, aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Hier haben wir auch schon drin, richtig? Jetzt falle ich hier runter. Oh. Moment, warte kurz. Ich laufe an der Wand lang gerade. Ich bin Spider-Man. Ich weiß, bin ich schon mal runtergesprungen, um dann Beweis zu holen vor langer Zeit. Als ich hier oben rauskomme, überrascht mich. Aua. Genau. Ich sehe hier auf mal jetzt tatsächlich 3 MP-Balken. Ich mache meiner Zoom-Level ab. Gar nicht gemerkt, aua. Aber cool. Das heißt für mich natürlich mehr tolle Sachen. Aber wenn ich jetzt so überhängen würde, hier so komisch, komme ich darüber oder gibt es hier vielleicht einen neuen Weg für mich? Ah. Okay. Schätzungsweise komme ich jetzt hier irgendwie weiter. Oder komme ich ursprünglich hier? Das ist Quatsch. Hallo hier, Feuermagier ist hier. Hallo. Sag mal. Treffer, Treffer, Treffer. Ich habe auch ein bisschen Gefühl entwickelt gehabt, während meines minimalen Grindings im Spiel für das Kampfsystem. Auch wenn ich glaube, es dürfte inzwischen wieder weg sein, weil ich habe nicht viel am Stück gespielt oder ist schon ein bisschen her und so weiter. Müssen wir gucken. Kann ich hier etwas machen? Nein. Oh. Okay. Jetzt bin ich hier. Aber wenn ich jetzt da reingehe, bin ich... Also offenbar der da dreht die Welt für mich um da drin. Ich muss wohl noch einen anderen Einstieg finden, um weiter drüben rauszukommen und... Nimm das. Herausgefunden, dass Eis und schön Flächenzauber Schaden macht. Während Feuer nur auf einen Gegner geht. Das mache ich immer schön Eis auf alle Gegner. Das ist ganz nett bei mehreren Gruppen. Jedenfalls, ja, muss ich scheinbar irgendwo noch anders hin. Wie gesagt, ich will natürlich idealerweise alles mitnehmen, was da so zu mitnehmen ist, ne? Aber irgendwie war Wasser schon wieder, kann das sein? Das ist ja irritierend. Oder ich gehe mal hier vorne rein. Das war ja auch noch ein Weg. Aber da gehe ich ja eher zurück, oder was? Ich probiere es mal aus. Ah, okay. Ich bin auf der anderen Seite gelandet. Cool. Interessante Idee. Verwirrend zugleich, aber hey, was soll's. Schätze, da komme ich wahrscheinlich weiter. Völlig anders als gedacht, aber es scheint mich auf den richtigen Weg zu führen gerade. Hey, du da, komm mal her. Was für mich? Nee. Das ist eigentlich der reguläre Boden. Da ist der Boden. Boah. Noch mehr Trolle. Wechsel mal das Ziel. Danke. Zack. Dicker. Zu bekommen, dank meiner Analyse, dass ich den Typen am besten in den Rücken angreifen soll, wenn er vorne... So ein Quatsch macht, dass er mich, aber gelegentlich immun gegen Schaden. Übrigens gegen physischen Schaden, nicht gegen Magie, aber das habe ich gerade nicht mehr. Ja, mach doch, was du willst, komm. Bleib stehen. Machst du gut. Mist. Aua, aua. Dass man nicht canceln kann mit Ausweichen, das ist so nervig. Ey, wenn ich dich haue, dann hört ihr echt nur noch so klatschen, Junge. So ist es. Ja, mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten, echt, ey. Oder schulde deinen Rücken aus dem Hals, Junge. Aus dem Hals, Junge. Nokachi, dunkle Grüße und willkommen zur Disney-Märchenstunde, würde ich sagen. Na, wie geht's dir? Oh. Wäre gerade ein Ziel gewesen. Da. Ich habe ein Bild aktiviert. Ah, da war uns aber auch ein Weg raus. Ich mach's erstmal. Ich hoffe, es geht nicht storymäßig weiter, sondern bloß um ein Geheimnis zu holen.
Geheimnis, aber ich habe keinen weißen Dings dafür. Was gibt ihm Schönes? Elixier habe ich nicht. Potion hätte ich noch eventuell. Jawohl. Hier. Gib was zurück, bitte. Hi, Potion. Ja, das läuft. Was ist das hier? Ich glaube, da wird ein Tor entstehen, Potz. Wenn ich hier meine Magie anwenden kann, was ich gerade nicht kann. Gut, dann wieder zurück. Was ist bloß aus dem guten Elixierbett noch geworden? du warst ja auch lange nicht da. Da haben wir es halt durchgespielt in der Zeit. Aber du kannst dir gerne in der Zeit alle Storysequenzen ansehen von Teil 1 und dem DLC dazu. Der Rest folgt noch später beim YouTube-Kanal. Aber ja. Wir müssen halt auf Teil 4 warten. Vorher ist ja erstmal Pause. Kann man nichts machen. Ich habe alles, was es zu Xenoblade gibt, durchgespielt. Ah, jetzt bin ich hier. Na toll. Ernsthaft? Aber was damit erreicht? Ach, hier ist noch eine Kerze. Auch bloß ein Item. Vielleicht aber ein gutes. Schutzengel, ne? Spiel's doch mal schwerer und schneller durch. Oh. Ich hab's ja nur alle Teile schon mindestens zweimal gespielt. Teil 1 habe ich sogar 3,5 Mal. Das macht sich auch nicht gut für Kanal an sich und auch aus meiner Sicht ist es einfach ein bisschen lahm, das normal. Das Spiel ist super, mega, ich, ne Xenoblade, aber nein. Ich werde es nicht normal sofort spielen, das ist ja Käse hoch 10. Zumal im Gegensatz zu einem Witcher oder so ist ja ein Xenoblade einfach ein lineares Spiel vom Aufbau her, von der Story. Das ist ja nichts, dass man wie links oder rechts abbiegen kann und dann was Neues bei rauskommt. Es ist ja immer das Gleiche in dem Sinne. Das heißt, es gibt auch nichts Neues zu entdecken, das ist... Wenn dem so wäre, okay, wäre es eine Diskussion vielleicht wert, aber so nicht. Und ich komme hier trotzdem nicht weiter. Irritierenderweise ist hier nichts, wo ich hinkomme. Ich bin mir raufgesprungen, das gibt's doch gar nicht. Schon klar, dass es nur ein Witz war. Und dennoch, auch witzgemeinte Antworten bekommen eine ernst gemeinte Antwort von mir. Weißt du doch. Ach so, ich bin hier. Ach, hier bin ich. Ach so, ich dachte, wir haben Hauptzimmer. Ach, bin ich gar nicht. Da habe ich doch ursprünglich gekämpft. Okay, und... Nee, warte, das ist ja das Hauptzimmer nur. Okay, krass. Boah. Shadow klaut mir 55 Tarnseiten. Ach, nicht so schlimm, ich habe genug davon. Dunkle Shadow-Grüße an dich, bester Mann aus... Wop. Sonst woher. Jetzt habe ich noch ein Problem. Nämlich, dass ich da drüben noch nicht hingekommen bin. Immer noch nicht. Dann werde ich mal diese Tür hier nutzen. Eine bessere Idee fällt mir da nicht ein. Tatsache. Das jetzt auch. Hey, hier komme ich auch schon. Achso, okay, nee. Ist nichts Neues. Hier war ich ja eben erst. Ach, kurios. Ich war da schon durch diese Türen durch. Und da gab's die. Da bin ich ja wie runtergefallen, um die Beweise zu suchen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Türen sich jetzt zu einer anderen Ebene schließen und öffnen. Das ist irritierend. Aber so oder so scheint mir es auch keine Boni zu geben. Also keine Story Weiterkommnisse. Ja, das, ich glaube, das ist ein richtiges Wort. Weiterkommnisse. Hm. Was? Ja, irgendwo unten, keine Ahnung. Auch hier komme ich nicht weiter. Ich muss hier da rein. Hilft alles nicht. Dann muss ich wohl... Ah, hier war ja nichts weiter. Dieser Sacker sagte für mich, wie dumm. Gibt's hier was Neues für eine Potion? Nein. Toll. Ich hab doch kein Elixier, oder? Ich guck mal, ich glaube, ich hab keins. Doch, hab ich. Oh. Hab ich doch. Okay, warte kurz. In dem Fall... Gönnen wir uns das doch mal. Nein. Elixier. Blume. Elixier ist mehr gut. Ich will angemessene Belohnung haben. Also ein Rentane, das ist schon mal nicht das angemessene. Mithril-Erz. Okay, kann sein, dass ich sowas irgendwann für Waffen schmieden und sowas brauche.
Aktuell weiß ich damit nichts anzufangen, aber ich hoffe mal, mit Hidet ist das Elixier wert gewesen. Kann ich mir gerade irgendwie schlecht vorstellen, aber okay. Ist dieses? Ich habe das Gefühl, ich muss da oben rein, aber... ist mir halt zu hoch. Wir sind zu hoch. Ja gut, egal. Dann komme ich erstmal nicht da, wo ich dachte das. Und storymäßig geht es hier auch nicht weiter. Dann gehe ich wieder zum Haus zurück. Ich meine, hier ist ja prinzipiell das, wo ich dachte, es geht jetzt weiter, um Alice zu finden. Aber es ging dann ja bloß von dieser Tür aus wieder zurück zur Königin, zum Labyrinth. Vielleicht muss ich auch ganz woanders in eine andere Welt rein. Ja, kennen wir ja schon. Ich weiß es nicht. Na, hüpf. Geht nicht. Kann ich da nicht draufstellen. Autsch. Schlüsselschwerter prallen ab von Gebüsch. Interessant. Ja, keine Ahnung, hier kann ich gerade überhaupt nichts machen weiter. Ich sehe auch nicht auf dem Boden keinerlei Symbole für meinen Trio-Angriff irgendwas spezial. Tja, dann. Oh! Jetzt bin ich hier? Das ist aber neu. Die wäre ich normalerweise nicht rausgekommen. Ich wäre normalerweise beim, wie gesagt, im Labyrinth rausgekommen. Dann bin ich jetzt hier. Bin ich vollends irritiert. Was für eine komische Welt. Sehr wunderlich hier im Wunderland, würde ich sagen. Ah, immer mehr davon. Ha! Fünf auf einmal erwischt. Sehr schön. Saubere Sache. Au. In mein Feuer erwischt. Mein Leben, die nehmen langsam so ein bisschen ab, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie ich weitergehen muss, ob ich jetzt... doch wieder Schlüssel noch durchgehe? Wahrscheinlich schon. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt gerade irgendwie weiterbringt auf meiner Story-Suche. Ich habe das Gefühl, das ist nämlich nicht der Fall. Ja, so, Kampf geht weiter. Ich kann nicht mehr. Hier oben fühle ich mich ganz sicher. Ahaha. Gegen seinen dicken Rücken. Oh oh. Kam nicht an irgendwie. Ich hab schon wieder an. Ne, echt keine Frontalangriffe, die er mag. Dann halt so. Immer schön Rückenpieksen. Da habe ich keine Schmerzen mit. Da habe ich gar keine Schmerzen mit. Die nächsten? Nein. Die nachgut bloß. Ich habe gerade so ein Pling-Pling-Geräusch gehört von irgendwie oben. Egal, da kam ich jetzt her. Da oben ist keine Tür. Das hier ist eine Tür, aber ich kann sie bestimmt nutzen. Nee. Dann gehe ich zwangsläufig durch diese Tür. Es sei denn, hier ist auch ein... nein. Und da oben ist auch nichts weiter zum Durchgehen. Normalerweise würde mich die Tür ja zum Haus des Hutmachers führen, wo ich aber gerade rauskomme. Das wird also jetzt wahrscheinlich nicht der Fall sein. Es ist echt eine irritierende Welt. Ich kann noch nicht so richtig ein Herztribunal. Das ist aber wieder am Anfang. Okay, hier hätte ich eben schon rauskommen müssen. Jetzt kam ich einen später da raus. Also. Diese Welt ist wirklich wunderlich. Ich neige zu dem Gedanken, würde ich gleich woanders weitermachen. Ich kann das hier momentan nicht abschließen. Denn ich weiß, ich kann schon zwei weitere Welten bereisen. Eine Rückkehr von vornherein bereisen. Das war ja... oh. Von hier oben habt ihr eine bessere Übersicht. Vielleicht muss ich auch zurück in den Raum, wo wir herkommen. Das mag durchaus sein. Was? Aber wir trinken was. Brummi, gar nicht gesehen. Och Mensch, Brummi, dunkle Grüße. Hoffentlich geht's auch soweit gut. Auf dich. Und ja, jedenfalls und so. Wir konnten ja von vornherein sagen, wir gehen zu dieser Welt hier oder zur anderen, die schwerer war. Und auf dem Weg, als ich zurück nach Taverstown bin, um mir das Item zu kaufen, habe ich gesehen, es gibt jetzt noch eine Welt nach dieser Welt, wo ich auch hin könnte, die dann aber noch schwerer ist. Aber theoretisch geht's. Haben wir jetzt geeint. Ach so. Alles klar. Und da geht's nach Hause einfach, ne? Oder auch nicht. Das ist schon 2D alles. Okay, dann gibt's hier offenbar auch nichts weiter. Moment, warte. Nee, da kann ich... nee. Hier müsste ich vielleicht mal durch. Alte Schnarchnase.
Einmal groß werden, einmal gegentreten. Mithrilerz. Kannst ohne dafür ein Elixier tauschen zu müssen. Okay. Warte, ist hier vielleicht noch was drauf? Nicht wirklich. Ich frage mich auch gerade ganz dezent, ob das hier 2D ist, weil die Grafik damals nicht ausreicht, es in 3D darzustellen, oder ist es einfach ein Designkniff, weil Wunderland und so. Ich weiß es nicht. Jetzt hier mal, Katze. Die Schatten sollten bald hier sein. Seid ihr das Schlimmste gefasst, wenn nicht Pech gehabt. Oh. Bossgegner. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Dann gut, dass ich 3 Level gemacht habe vorher. Mit 5 Köpfen hat er 5 Leben bestimmt. Okay. Treffer. Ei, der hat 2 ganze Lebensbalken sich. Aber die Musik ist gerade irgendwie ziemlich Fantasy-artig, finde ich sehr geil. Also zumindest weiß ich jetzt nicht, Schaden mache. Es ist gleich mit Analyse. Es ist schon besser als vorher. Zu wissen, dass ich was erreiche, wenn ich angreife. Warum singst du irgendwas jetzt? Was soll denn das? Da benutze ich diesen einen Knopf zum Angreifen. Also nur die eine Stelle im Körper tatsächlich. Ich muss aber offenbar hier rauf. Oh, aua. Aua, geht's noch? Aua. Weg hier. Ups. Lass das. Heilung ist gut. Und drauf und noch besser. Aber man muss sagen, das System ist langsam raffig, das Spiel. Wie es funktioniert, ein Tisch ist weg. Das ist nicht gut. Komm ich ohne den Stuhl darauf? Und da dreht sich auch noch. Willst du mich verarschen? Stuhl ist zurück. Bah. Mist. Nein! Darum war er weg. Alles klar. Ich komme nicht ran da oben ohne Stuhl. Doch geht. So komme ich aber nicht ran. Ich muss echt auf den Dingens rum. Oder fällt auch von hier aus. Oh. Ja, geht auch. Bisschen jedenfalls. Ganz dezent. Eieiei. Wow. Aber ich mag die Mucke gerade trotzdem. Es ist so relativ typisch, wie gesagt, FF-Musik. Oh, FF-Musik, das passt mir ganz gut. So soll es sein. Weniger Disney, mehr FF. Oh, fuck. Meine Güte. Der sieht aus, als würde er seine Beine beim Gehen verknoten. So sieht's aus, ja. Macht er halt auch, deswegen stolpert er ständig. Gleich haben wir ihn. Ja, super easy, also... Darfst du es gerne auch probieren, Kurinsoße, nicht? Wobei ich jetzt sagen muss, die beiden oder 3 Level, die ich gemacht habe, die haben jetzt, glaube ich, ein bisschen Leben dazugegeben, 3 Leben oder so, gerade bis oben drauf. Und einmal Angriff oder so und einen Ability-Punkt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ein Level-Up so mega krass... Aua, ändert. Weil man sehr random die Werte zugeteilt bekommt. Aua. Fuck. Fuck. Du wirst nichts. Ah, toll. Lockt ihr mal zu mir, Leute. Ah, fuck. Komm hier nicht rauf. Jetzt aber. Nix ist. Bash. Bleibt da mal stehen. Zack. Ah. Angriff weiter ist nicht weit genug. Stuhl ist zurück. Hallo, Mr. Stuhl. Das reicht nicht. Oh, mein Leben. Ja, den Stuhl zerhauen. Oh, oh, oh. Ich muss ausweichen, ich kann mich gar nicht heilen. Kann ich jetzt heilen? Nein. Ja, okay. Ja, oh. Der Po scheint auf mich vollständig zu heilen, natürlich. Ich bin erstaunt. Au, ah, ehrlich jetzt. Müsste gleich down gehen und wieder runterfallen, der Typ. Jetzt haben wir ihn. Genau. Haben es ja fast, wir haben es ja fast. Das Leben auffrischen.
zu wenig Schaden mit Feuer. Ne, gut, der ist auch mal auch ein. Ja, einfach gar keinen Schaden. Richtig gut. Nein. Au. Da der Stuhl trifft. Hätte den Feuerstall ab, aber nein, war eigentlich der Fall gerade. Ist jetzt vor oder was? Hampelmann-Ding. Ha. Verdammt. Reicht nicht. Komm mal ran hier. Ich krieg den nicht erwischt. Und Donald, der ruht sich ein bisschen aus. Der ist tot. Idiot. Komm mal her, du. Ah, was? Na komm. Also diese Ausweichrolle ist ja wieder super wenig und Gold wert. Die viel früher im Spiel gebraucht. Ah. Und langsam komme ich. Ah, ehrlich jetzt. Halbwegs mit deren Bedienung klar. Ah, ich komme hier nicht ran. Mann. Ach gut, wie ist auch tot. Ja, schön. So lassen sie mich im Stich, meine Kameraden. Ich kriege hier nicht angegriffen. Oder hab ich das Schaden gemacht? Ah, doch, mache ich ja. Ah, siehste. Einmal noch. Einmal noch. Erwischt. Ja. Das war. Okay. Okay. Alles cool, der ist tot. Mir ist warm. Ventilator anmachen. Der Kampf hat einen hitzigen Tribut gefordert, nämlich meinen Schweiß. Ekelhaft. Da geht sein Herz flöten. Ich denke, es ist eine Herzlose. Wieso hat er ein Herz gehabt? Oder hat sich bereits erfolgreich eins geschnappt vorher? Flammenwalle halten. Könnte meine Feuerattribute verstärken. Oder mich davor schützen, so aber. Ein Lärm. Ja, Captain Picard. Wie soll ein Türknauf da Schlaf finden? Gar nicht. Ich will da durch. Schnell. Steckt ihn ihm. Den Rest denkt ihr euch. Was war das? Habt ihr es gehört? Als würde irgendwas aufgeschlossen worden. Würde irgendwas aufgeschlossen worden? Was, ne? Was ist das? Dieser Gummistein ist nicht wie die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Navi-Gummini erhalten. Toll. Na, Shasha? Ausgezeichnet, du bist ein Held. Falls sie Alice sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein, verdammt. Zurück zum Gummistein. Wir werden in anderen Welten nach ihr suchen müssen. Ja, wir müssen zu einem Speicherpunkt, um zum Schiff zurückzukehren. Danke, Goofy. Doofy. Warum haben wir mich im Stich gelassen? Sie waren tot. Das ist kein Grund, mich im Stich zu lassen. Was? Stich, was? Was? Wie? Und wo bin ich hier? Ach, am Anfang der Welt. Wir lassen doch keinen zurück, Gummi. Was ist denn das für eine dreiste Unterstellung hier? Ich bin nicht gelevelt, oder? Nee, ich glaube nicht. Die anderen beiden schon, aber ich irgendwie nicht. War nichts Neues? Ja, keine Ahnung. Blau konnte man, ne? Ja, genau. Nicht grün, sondern blau. Aber wir werden noch so viel backtracken müssen im Spiel später. Das sehe ich einfach schon. Das ist ein bisschen nervig. Das zu wissen. Da ich bei diesem Spiel wenig Bock habe. Ganz ehrlich, ich muss wirklich, wenn ich von Welt zu Welt reise, immer diese Gummijet-Mission machen, die total schlecht sind, steuerungsmäßig. Diesmal nicht schlecht. Man denkt, man fliegt durchs Dingens durch den Kreis, aber man blutet trotzdem unten irgendwie, als einfach total schlecht von den Hitboxen her und so weiter. Ich weiß auch nicht, ganz, ganz dramatisch. Aber ich kann die bisher nicht überspringen. Wenn das so bleibt, ist das ganz schön ekelhaft. Wir trinken noch was für ein Okachi. Verluste gibt's immer, ja, sowieso. Oh. Ach so, weil ich mich beschwert habe, Boom. Ja, jetzt erinnere ich mich auch ein bisschen.